Ja, hallo liebe Freunde von Zwerge Games, hier zu Game Dev Story. Und wir sind jetzt hier wieder back in Action, in der richtig hammerharten Action, aber ganz kurz mal den Ton ein bisschen leiser machen. So. Weil irgendwann geht denn das Gefiedel nämlich ganz schön auf die Nüsse. Ja, die eine Konsole ist direkt auf dem Weg. Die Swag Soul verkauft sich richtig gut und jetzt will ich natürlich auch mal ein Spiel dafür entwickeln. Und natürlich nur für die eigene Konsole, hallo. Das Schöne ist, wir haben da auch, ja, ich dachte, mit dem Share ist eigentlich gemeint, die Kohle, die wir abdrücken müssen. Ja, gut, irgendwie nicht, aber egal. Schon ganz schön viele Einheiten davon auf dem Markt, deswegen werden ständig mehr. Und wir starten dann durch mit einem... ja, mit was denn eigentlich? Ich hab schon... Eine Simulation. Ne, will ich echt nicht. Ne, ich will lieber ein Adventure machen. Ein Action-Adventure oder ein Ägypten-Adventure. Genau, wir machen ein Ägypten-Adventure. Setzen dann weniger auf Realism, mehr auf Innovation und Polish. Packen wir weg. Mehr auf Game World. So. Ein Ägypten-Adventure. Und wer schreibt das? Der schreibt die Story. Die schreibt diesmal, würde ich mal sagen, unser Hardware-Engineer. Ne? Der kann nicht nur Festplatten löten, der kann auch noch gleich eine mega geile Spiele-Story schreiben. Er denkt sich, ja, ist ja eigentlich genau das Gleiche, ob ich jetzt an der Platine schraube oder eine Story schreibe. Ja, der haut mich gleich richtig rein, ne? Das sehen wir hier sofort. Zack, mit 40 starten wir durch. Und, ja, es wird schon vorhergesagt, eine populäre Kombination. Oh, ich habe 277 Punkte. So, bei einem Adventure ist mir vor allem die Grafik ja sehr wichtig, aber auch der Spielspaß. Also boosten wir nochmal den Fun. Mit Max Talk. Wir müssen auch gucken, dass wir unseren Schreiberling mal ein bisschen ausgebildet kriegen. Das heißt, ich werde nach dem Spiel dann mal wieder schnell eine Runde in Ausbildung investieren. Und auf jeden Fall in Grafik muss ich ganz viel stecken, dass wir von Haus aus bessere Grafik hinkriegen, weil unser Sound wird bald besser. Ne, sorry, kein... Nee, Kreativität brauchen wir eigentlich nicht increasen. So, Grafik macht diesmal ein Außenstehender und ein ganz teurer, nämlich der Painter. Ja, das lassen wir uns jetzt ein bisschen Geld kosten. Es ist ja auch immerhin das erste Spiel, was wir für unsere eigene Konsole raushauen, für die Swag Soul oder Swag Soul. So. Und krass, in nicht mal mehr 2 Monaten ist das Spiel zu Ende, also die Hauptstory zu Ende. Oh ja, der Spaß geht schon gut hoch. Auf jeden Fall muss ich für Grafik nochmal einen Boost raushauen. Ah, kann ein bisschen Advertising machen. So, wieder ein paar Fans zusammentrommeln. Die sterben ja hier wie die Fliegen in dieser Welt, die Fans. Oh, jetzt leckt es schon wieder so ein bisschen. Ja, ist technisch leider nicht das allerbeste, muss man sagen. Habe ich gerade den richtigen Boost gewählt? Ja, ein Graphics Boost. So, dann boosten wir nochmal die Grafik des Spiels. Ruckel, 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 aber ja, es kommen nochmal ordentlich Punkte zusammen. Ja, sehr schön. Fokus liegt natürlich diesmal ein bisschen auf Spielspaß, aber das ist bei einem Adventure, denke ich mal, ganz okay. Und das Krasse ist, die Swag Sohle verkauft sich immer noch. Wir machen immer noch ein bisschen Geld mit ihr. So, auch für den Sound kaufen wir uns jetzt einen ganz teuren hier. Geben wir mal richtig Geld aus, um einen klasse Soundtrack noch hinzulegen.
Okay, das geht gleich gut ab. Ich glaube, da ist Sound wieder besser als Grafik diesmal. Wesentlich besser sogar. Boah, nochmal, krass. Okay, das wird jetzt wohl ein orchestrales Meisterwerk hier. Ja, mit 64, krass. Und die Global Game Awards. Aber leider dieses Jahr ohne uns, denn wir haben ja durch die Arbeiten an der Konsole kein eigenes Spiel veröffentlicht. Dadurch konnten wir leider auch nicht nominiert werden. Aber immerhin, oh, 55 Hype schon auf unserem Spiel. Das ist jetzt sehr interessant. Tja, 20 Jahre sind vorbei und jetzt endet auch damit die Hauptstory des Spiels. Wir haben 33 Spiele veröffentlicht, haben insgesamt 40 Millionen Spiele verkauft. PokéSwag 2 war mit 5,5 Millionen verkauften Einheiten unser Top-Game. Und jetzt können wir noch weiter spielen, aber Highscores werden nicht mehr länger geupdatet und ja, es gibt auch keine neuen Konsolen und solche Dinge mehr aus. Ich entwickle sie jetzt halt selbst. Play Again. Game Dev Story. Genau, aber wir können natürlich auch noch weiterspielen. Es gibt ja auch noch viel zu tun. Ja, damit ist das Spiel jetzt leider, also eigentlich so ganz, ganz plump vorbei. Aber noch nicht das Let's Play, keine Angst, das Let's Play läuft noch weiter. Aber ich habe mir so ein ganz großes Ziel gesetzt. Ich will halt einmal sozusagen einen Hauptpreis gewinnen, den großen Preis gewinnen bei den Global Game Awards. Das will ich schaffen und das wird dann auch mein persönliches Highlight im Spiel. So, jetzt haben wir hier unser Ägypten-Adventure. Das nennen wir das Swag Raider. Na, wer kommt auf den Originalspielnamen, den ich hierfür verwendet habe? So, eine 9. Nochmal eine 9. Nochmal eine 9. Und nochmal eine 9. 36 Punkte, Hall of Fame natürlich. So, und das heißt, unser erstes Spiel Swag Raider wird sich dann wohl recht gut verkaufen, gehe ich mal von aus. Wir gucken mal. Eine Fanpost wieder. Naja, das kennen wir ja schon alles. Ist ja auch mal dasselbe, was da drin steht. XYZ hat das Spiel gefallen und hat es allen seinen Freunden weitererzählt. Deswegen haben wir auch wieder ein paar mehr Fans. Aber wir verkaufen noch keine Einheiten von dem Spiel. Jetzt. Okay. Wow, okay, geht ganz gut. Ist noch nicht mein verkaufsmäßiges Top-Spiel, oder? Doch, ja, doch, okay ist es. Jo, Ranking ist auf 1, natürlich. Ja, der Vorteil ist natürlich bei eigenen Spielen, vor allem bei unserer Konsole. Es dürfte eigentlich richtig was gut machen, denke ich mal. Gut, jetzt leveln wir erstmal unsere Leute noch weiter hoch. Ja, keine Zeit hier vergeuden in dem Spiel. Auch wenn es gerade wieder ein bisschen sehr langsam läuft. Ja, es liegt halt auch leider daran, dass ich es über den App-Player mache, über diesen BlueStacks-App-Player. So, Noob Onerton. Den haben wir echt ordentlich hochgepusht. Der Mann hat jetzt ganz krasse Werte. Ansonsten können wir, glaube ich, auch niemanden hochleveln, oder? Ne, aber nicht genügend Disketten für. Und wir haben das Motion-Genre, haben wir erforscht. So. Dich schicke ich jetzt erstmal oh ne, das war das falsche Labor. Solltest du eigentlich nicht machen. Oh, er hat sogar verloren. Oh Gott, er hat jetzt Schreiben verlernt. Yay! Ne, lieber einen World Trip, einen Long Trip bei ihm. Oh, er hat zu wenig Power dafür. Okay, das ist jetzt doof.
Dann. Ja, Mr. X können wir auch mal ein bisschen. Auch mal auf einen Long Trip schicken. Und F1 Racing Unlocked. Oh, das ist eine Idee. Das könnte man echt mal machen, so als Spiel. Ein Formel 1 Spiel. So, noch einmal Labor studieren bei ihm. Ein bisschen Geld ausgeben für die lieben Mitarbeiter. Wir sind jetzt ja finanziell auf der... Wow, krass. Aber nicht da gelernt, wo er lernen sollte. Schade. Max Talk. Ja, bei dir auch natürlich der Trip. Da freut er sich, ne, wenn er auch mal um die Welt reisen darf. Ja, sogar nicht. Also sogar ein bisschen was bei rumgekommen. Aber ich kann mir jetzt auch nicht ständig Trips für die Leute leisten. Da muss auch mal einfach das Museum herhalten. Vor allem, da es auch immer dieselben Punkte sind. Also auch wenn ich nur Museum mache, sind es fast dieselben Punkte, als wenn ich die Leute auf eine lange Reise schicke. Die Android. Ja, da ist dann wirklich wahrscheinlich bei der nur Konzert drin. Und es sind auch fast dieselben Punkte, als wenn es 2 plus sind. Also das ist ein bisschen, manchmal ein bisschen doof gemacht hier. Aber gut, dafür kann ich jetzt Konzert bei ihr öfter machen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie natürlich dann einen kritischen Increase macht. Also dann wesentlich mehr Punkte bekommt. Ja, super Parameter ab, genau, sehr gut. Ja, da haben wir jetzt ihr ordentlich geholfen. So, deine Grafik muss auch noch besser werden. Ja, Museum natürlich kommt da in Frage. Jo, super Parameter, sehr schön. Meine Mitarbeiter werden immer fähiger. Das ist schön. Oh, jetzt hat sie kaum was dazugelernt. Naja, ist auch von der Power wahrscheinlich schon. Nö, es geht eigentlich. Wahrscheinlich war sie einfach im falschen Museum gewesen. Oh, ich glaube, bei ihr ist jetzt nicht mehr so mit viel Training. Ja, und dann noch unser Donny Jab. Der darf auch mal noch einen Long Trip machen, nee, einen Short Trip. Und vielleicht doch lieber ein Net Surf bei ihm? Oh, ein Anwaltsspiel können wir jetzt auch noch machen. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt ordentlich was freigeschaltet. Jetzt gehen auch alle jetzt gerade erstmal nach Hause, weil sie megamäßig fertig sind. Ich kann ja mal checken, was gibt es gerade so an Contract-Arbeit. Eine Konsolenanalyse innerhalb von 8 Wochen für 1,1 Million. Ich bin mal gespannt, ob ich das theoretisch schaffe. Oh, jetzt ist das Ding schon wieder weg. Oh. Okay. Ah, die bleiben jetzt, ne? Aber die Konsolenanalyse, die ist jetzt weg. Na super. Okay.
Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, seid mir nicht böse, aber ich mache jetzt heute schon mal Feierabend, weil die Folge ist ein bisschen kürzer. Aber das ist echt super warm, ich schwitze am ganzen Körper. Mir wird doch davon gerade schon so ein bisschen schwindelig hier beim Aufnehmen. Deswegen mache ich heute schon mal ein kleines Päuschen. Auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir weiter am Ziel arbeiten, ein absolutes Top-Spiel zu erschaffen, was es auf Platz 1 schafft. Swag Raider hat sich übrigens schon knapp 5,8 Millionen Mal, wenn man es aufrundet, verkauft. Das ist super, wir haben genug Geld, wir haben keine Probleme. Freut euch auf die nächste Folge.